zu Zusatzpunkt 12 der Tagesordnung. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Die Bundespolizei weiter stärken. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich warte noch ein bisschen auf die Platzwechsel. Die guten Wünsche für Weihnachten und Neujahr können Sie vielleicht noch später machen. Ich eröffne nun die Aussprache, und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Michael Brandt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundespolizei schützt unsere Freiheit und unsere Demokratie. Sie verteidigt gegen Extremismus von rechts und links, gegen Islamismus, Clankriminalität, gegen Chaoten, Hooligans oder gewaltbereite Einzeltäter. Ihr Einsatz ist zudem unverzichtbar zum Schutz unserer Außengrenzen. Und im Namen der CDU-CSU und sicherlich auch im Namen des ganzen Hauses möchte ich dafür den Polizistinnen und Polizisten im Einsatz den Respekt des ganzen Deutschen Bundestages aussprechen. Innenminister der Union haben die größte Modernisierung und Stärkung der Bundespolizei ihrer Geschichte verantwortet. Es wurden allein von 2017 bis 2021 über 8.000 neue Stellen geschaffen, die Besoldung und die Polizeizulage verbessert und die Bundespolizei auf insgesamt 54.000 Personen gestärkt. Heute müssen wir feststellen, die erste SPD-Innenministerin dreht die Zeit zurück, die Bundespolizei wird wieder auf Kante genäht, Personal wird abgebaut. 2023, hören Sie zu, kommt es zu einer Personalkürzung um 1,5% in der Verwaltung, obwohl es seit 2016 einen Aufwuchs an Einsatzkräften von über 30% gab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann in keiner Organisation funktionieren. Wenn Sie der Opposition nicht glauben, dann hören Sie auf die Gewerkschaft. Die versprochene Ruhegehaltsfähigkeit, Frau Faeser, Fehlanzeige, bis heute nichts passiert, IT-gestützter Grenzschutz, Stichwort Smart Border. Die aktuellen Mittel im Haushalt sind unzureichend, um selbst die eigenen EU-Verpflichtungen einzuhalten. Und obwohl wir wegen des massiven Anstiegs von Migration dringend weiteres Personal an unseren Grenzen benötigen, wird dies verweigert. Von 10 Einsatzhundertschaften zur Unterstützung völlig überlasteter Beamten hat Frau Faeser gerade mal 4 bewilligt. Kein Wunder, dass angesichts dieser Entwicklung und der Enttäuschung selbst junge Beamte inzwischen über den Ausstieg aus der Bundespolizei nachdenken. Ich habe diese Telefonate diese Woche geführt mit Beamten, die an der Grenze im Einsatz sind. Das sind alarmierende, ja, besorgniserregende Anzeichen. Und besorgniserregend ist auch, dass nun ausgerechnet die verantwortliche Ministerin die Anerkennung der Realität verweigert, ja sogar davon spricht, dass es gar keine Migrationskrise gäbe, hier im Deutschen Bundestag am 24. November. Wenn Sie von der Bundespolizei an der Grenze, Länder und bis hin zu den Kommunen alle so massiv im Stich lassen, die hier an den Rand der Belastungsgrenze kommen, schaden Sie unserem Gemeinwesen. Sie wollen wie wir Extremismus bekämpfen. Dann bitte achten Sie darauf, keine Anlässe zur Erstarkung von Extremismus zu liefern. Stärken wir gemeinsam diejenigen, die mit der doppelten Migration aus der Ukraine und auch aus anderen Ländern vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Lassen Sie unser Land in dieser Lage nicht im Stich. Eine moderne Bundespolizei braucht einen modernen Rahmen für ihre Arbeit. Für diesen Rahmen legen wir als CDU-CSU heute einen umfassenden Antrag vor mit konkreten Vorschlägen. Dazu zählen erstens ausreichendes Personal, zweitens moderne Ausstattung und drittens, sehr wichtig, zeitgemäße Befugnisse und Zuständigkeiten zur effektiven Verbrechensbekämpfung und Strafverfolgung. Organisierte Kriminalität ist ein ganz komplexes Phänomen. Rauschgift, Geldwäsche, Waffenhandel, Menschenhandel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, statt kleinster gemeinsamer Nenner in der Ampel, statt Blockaden braucht es Reformen, statt leerer Worte und Entwürfe einen großen Entwurf. In der letzten Koalition hatten wir gemeinsam erreicht, dass der Bundestag
eine breite Modernisierung des Bundespolizeigesetzes von 1994 auf den Weg brachte. Niemand konnte erwarten, dass die abgestimmten Kompromisse im Bundesrat auf der Zielgerade gekippt würden. Diese Blockade bleibt eine große Fehlleistung und auch ein Schaden für die innere Sicherheit unseres Landes. Umso wichtiger bleibt es, einen neuen Anlauf zu unternehmen. Im Ringen mit den Ländern dürfen nicht wieder Kompetenzstreit oder Ideologie notwendige Reformen für die Bundespolizei und innere Sicherheit blockieren. Und vor diesem Hintergrund ist es falsch und auch politisch feige, Frau Ministerin Faeser, einen ziemlich inhaltsleeren Entwurf für ein Gesetz vorzulegen, der nur minimale Anpassungen beinhaltet und aus dem die Angst vor den notwendigen Reformen spricht. Es kann ja sein, dass die hessische Wahlkämpferin ein schnelles Gesetz will, selbst ohne Substanz, aber das hilft der Bundespolizei nicht. Kompetenzen bei Cyberangriffen, kein Wort und gefährlich. Auch nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor genau 6 Jahren, dem brutalen Fall Amri, soll die Bundespolizei auch weiter keine Haft zur Sicherung der Abschiebung vornehmen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das darf so nicht bleiben. Nicht Zaghaftigkeit, sondern Mut brauchen die Reformen. Gerade in so einer unsicheren Zeit lassen Sie uns die Bundespolizei diesen wichtigen Pfeiler unserer Demokratie gemeinsam stärken. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Uli Grötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich am Anfang dieser Debatte eine Sache sagen, die ich für sehr wichtig halte, aus unserer aller Sicht. Lassen Sie uns in Zeiten wie diesen nicht die Sicherheitsbehörden instrumentalisieren. Lassen Sie die Sicherheitsbehörden raus aus parteipolitischen Spielchen. Tragen Sie nicht den hessischen Landtagswahlkampf in den Deutschen Bundestag, schon gar nicht, wenn es um unsere Sicherheitsbehörden geht. Wir haben alle gesehen, dass das Thema dafür, dass die Zeiten dafür viel zu ernst sind. Denn, und das wissen Sie alle, auch wenn Sie es womöglich in der folgenden Debatte negieren werden, Sie alle wissen, dass keine Behörde des Bundes und somit auch keine Sicherheitsbehörde in den letzten Jahren einen so großen Aufwuchs erfahren hat, wie das bei der Bundespolizei der Fall war. Und ich sage zu Recht, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen werden größer Jahr für Jahr für alle Sicherheitsbehörden und damit natürlich auch für die Bundespolizei. Und das ist mir wichtig zu sagen, dieser Aufwuchs war der Beginn eines Weges, einer Entwicklung, die auch in der Zukunft ihre Fortsetzung finden wird und auf dem als nächstes und sehr zeitnah die Schaffung eines modernen Rechtsrahmens für die Bundespolizei steht, ein neues Bundespolizeigesetz. Und lassen Sie mich das an die Adresse der Bundesinnenministerin sagen. Ich bin froh und dankbar darüber, Frau Ministerin, dass Sie wissen, welche zentrale Rolle die Bundespolizei im Sicherheitsgefüge der Bundesrepublik Deutschland einnimmt und das ist ja sogar noch wichtiger, dass Sie auch entsprechend handeln. Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist vor allem in Zeiten wie diesen von elementarer Wichtigkeit. Und ich sage schon auch an die Adresse des Antragstellers, Sie hatten 16 Jahre lang Zeit, so lange hatten Sie das Bundesinnenministerium geführt, Sie hatten mehr als genug Zeit, das alles umzusetzen, was Sie in Ihrem Antrag noch mal aufgeschrieben haben, als wohl eine Art Revival, wenn man so möchte. Ich sage Ihnen, seien Sie auch froh darüber, dass Sie in den Jahren 2013 bis 2021 in der Großen Koalition die SPD-Bundestagsfraktion an Ihrer Seite hatte, wenn es um die Bundespolizei geht. Ich nehme dich beim nächsten Satz ausdrücklich aus, lieber Michael Brandt, aber man hat schon gemerkt, dass Ihr Verständnis für die Bundespolizei ein sehr wackeliges ist, sehr geehrte Damen und Herren. Wir werden hier in Kürze den neuen Entwurf für das Bundespolizeigesetz, für ein Update des Rechtsrahmens, wenn man so möchte,
den es übrigens, das wissen einige, seit sage und schreibe 1994 unverändert so gibt, beraten. Und Sie alle sind gerne aufgefordert, dem Gesetz dann zuzustimmen und sich somit mit uns, mit der Ampelkoalition, auf den Weg zu machen. Und ich sage Ihnen auch, mehr als 50.000 Beschäftigte bei der Bundespolizei würden es wohl gut finden, wenn über Ihr Gesetz nicht gestritten und polemisiert wird, so wie Sie es eben versucht haben und so, glaube ich, in der Debatte auch noch weiter tun werden, sondern wenn Sie sich, ich sage es noch mal, gerade in Zeiten wie diesen, alle hinter Ihren Sicherheitsbehörden versammeln und für sie arbeiten. Denn ohne Bundespolizei ist Sicherheit in Deutschland nicht denkbar. Dafür können wir alle, jeden Beschäftigten, dort dankbar sein. Und ganz aktuell, wir wissen das, für die Arbeit bei der Enttarnung des Reichsbürger-Terrornetzwerkes. 450 Bundespolizistinnen und Polizisten haben letzte Woche zum Gelingen des Antiterror-Einsatzes beigetragen. Das war Teamwork der Sicherheitsbehörden vom Allerfeinsten. Und das wird auch noch eine Weile weitergehen, dieses Teamwork in der Auswertung der Daten. Wir haben das am Montag in der Sondersitzung des Innenausschusses gehört, hat ja erst begonnen. Und ich bin gespannt, was da noch alles zum Vorschein kommt und wer noch alles zum Vorschein kommt im Zuge der weiteren Ermittlungen und auch welchen Gruppierungen und am Ende Parteien diese Leute angehören werden. Wir haben auch im Haushalt 2023 die Bundespolizei weiter gestärkt. So bekommt die Bundespolizei zum Beispiel 1.000 neue Stellen, um die Anwärterinnen und Anwärter auch übernehmen zu können. Das Bundeskriminalamt wächst weiter auf um 180 Stellen zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Extremismus. Und das alles trotz auslaufender Corona-Konjunkturmittel. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist die richtige Prioritätensetzung für die Zukunft. Dazu gehört aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir alles dafür tun, die schwarzen Schafe unter denen, also diejenigen, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die das negative Potenzial haben, den Ruf der ganzen Behörde zu gefährden, dass wir alles dafür tun, Verfassungsfeinde aus dem Staatsdienst zu entfernen, und zwar schnell und konsequent. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich am Ende sagen, unsere Polizeien genießen in Deutschland zu Recht sehr hohes Ansehen. Das hat eine aktuelle Erhebung des Bundeskriminalamtes wieder ergeben, in der über 80% der Befragten sagen, dass sie den Polizeien in Deutschland vertrauen. Auch das zeigt uns, wir sind auf einem guten Weg. Und deshalb, auch wenn Ihr Antrag, so glaube ich, so nehme ich ihn wahr, eher wohl als Schaufensterantrag kurz vor Weihnachten gedacht ist, wir brauchen ihn nicht, das wissen Sie, wir lehnen ihn auch deshalb ab. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Steffen Janich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Grötsch, die Bundespolizei nicht politisch zu instrumentalisieren, wir nehmen Sie und die Regierung beim Wort immer wieder gerne. Die Beschäftigung mit der inneren Sicherheit darf für die Politik niemals zum Selbstzweck werden. Vor fast 6 Jahren, am 19. Dezember 2016, tötete der Polizei- und Nachrichtendienstlich bekannte islamistische Attentäter Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz insgesamt 13 Menschen und verletzte 67 Personen. Solche Gräueltaten dürfen sich nie wieder wiederholen. In 3 Tagen werden wir wieder in angemessener Form der Opfer dieser schrecklichen Tat gedenken. Ich bin in Gedanken bei den Verwandten der Opfer. Ein unverzichtbarer Bestandteil zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, aber tatsächlich auch zum Schutz der nationalen Grenzen, der Schienenwege und der Flughäfen ist unsere Bundespolizei. Circa 54.000 Mitarbeiter sind in diesem Bereich tätig.
Von 2017 bis 2021 haben sich die Planstellen bei der Bundespolizei von 42.000 auf ca. 50.000 Stellen erhöht. Der jährliche Haushalt im selben Zeitraum von 3,3 Milliarden Euro auf 4,7 Milliarden ist angehoben worden. Jeder einzelne Cent, den wir für unsere Bundespolizei investiert haben, ist gut angelegtes Geld für die Zukunft Deutschlands. Die Bundespolizei muss auch zukünftig weiter gestärkt und ausgebaut werden. Aber es bleibt nach wie vor viel zu tun. Als Abgeordneter habe ich mich in den sitzungsfreien Wochen mehrfach zu den Polizeidienststellen aufgesucht und mich mit Dienststellenleitern und Beamten des Polizeivollzugsdienstes unterhalten. Hierbei konnte ich mir ein eigenes Bild zu den Gegebenheiten und den Anforderungen in täglichen Abläufen bei der Bundespolizei machen. Einzelne Schwerpunkte sind dabei immer wieder zur Sprache gekommen. Zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität und zur Ahndung der Einreisestraftaten sollten die Beamten zukünftig möglich sein, auch außerhalb der 30-Kilometer-Zone im gesamten Bundesgebiet eigenständig ermitteln zu dürfen. Auch die Endsachbearbeitung bei der von der Bundespolizei zuerst festgestellten Straftaten ist ein wichtiger Beitrag, um behördliche Ressourcen zu bündeln. Die derzeit noch gängige Praxis, eine Strafakte quasi für die Staatsanwaltschaft komplett vorzubereiten, um sie dann der Landespolizei zu übergeben, widerspricht modernen Effektivitätsgrundsätzen. Hier müssen dringend rechtliche Rahmenbedingungen geändert werden. Die Privatisierung der Autobahn hat insbesondere in Grenzregionen dazu geführt, dass die Einrichtung von größeren Kontrollstellen nicht mehr unangekündigt möglich ist, sondern zuvor bei der privaten Betreibergesellschaft angemeldet werden muss. Die darauf folgenden Stauanzeigen auf den Navigationsgeräten der Fahrzeuge leiten den zu kontrollierenden Verkehr dann regelmäßig an der Kontrollstelle vorbei. Ein Überraschungseffekt wird hierdurch deutlich eingeschränkt. Es bräuchte auch vermehrt sogenannte Verkehrstrichter, um die Geschwindigkeit des Fahrverkehrs auf derartigen Kontrollen des Verkehrs auf der Autobahn zu verlangsamen. Eine solche Mittelbeschaffung wäre ein wichtiger Beitrag zum Arbeitsschutz unserer eingesetzten Beamten. Bei länger eingerichteten Kontrollstellen, beispielsweise auf Autobahnen, benötigen die Beamten insbesondere an kalten Wintertagen, aber auch zum Schutz vor Regen und Nässe mobile Kontrollstellenausstattungen. Praxisbezogene Bedarfe sind da beispielsweise sogenannte Agrarzelte, welche die als Überdachung für Kontrollen von Reisebussen erforderlich sind, damit die Fahrgäste und Beamten bei Wind und Wetter nicht im Freien stehen. Summa summarum benötigt die Bundespolizei zukünftig vermehrt lageangepasste Einsatzmittel, um Arbeitsweisen optimieren zu können. Eines der größten Probleme im Dienstalltag der Bundespolizei bleibt aber die viel zu geringe Zahl an Rückführungen von Personen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Im Jahr 2021 waren 33.600 Rückführungen von Ausländern vorgesehen. Allerdings wurden davon nur die Hälfte, also rund 15.000 Rückführungen, auch wirklich vollzogen. Und der Jahresbericht der Bundespolizei sagt aus, für die Diskrepanz an Rückführungen war hauptursächlich, dass die zur Abschiebung vorgesehenen Personen der Bundespolizei am Flugtag nicht zur Rückführung übergeben werden konnten. Hier müssten Sie, Frau Innenministerin, ansetzen und endlich eine wirksame Abschiebeoffensive einleiten, anstatt Ihre Energie bei der Jagd auf Phantombedrohungen zu verschwenden. Während die im Jahr 2021 im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung festgestellten Straftaten in vielen Bereichen rückläufig waren, lagen die größten Zunahmen in den Bereichen Betrug und bei den Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Ich sage und schreibe, 171.000 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz hat allein die Bundesregierung im Jahr 2021 festgestellt. Dies ist nicht zuletzt auf die Politik der offenen Grenzen unserer Bundesregierung zurückzuführen. Leider schweigt sich der Antrag der CDU dazu aus, wie sie die genaue Zuständigkeitsverteilung bei der Strafverfolgung durch Land und Bund voneinander abgrenzen wollen. Eine Doppelzuständigkeit von Bundes- und Landespolizei zur Durchführung eines strafprozessualen Ermittlungsverfahrens, etwa bei Taten, die an Bahnhöfen begangen werden, würden zu einem unüberschaubaren Behördenchaos führen. Das Thema Strafverfolgung ist aber zu bedeutend, als dass man es hier schaufensterartig in nur drei Zeilen abschließend darstellen könnte. Zum Schluss sei noch gesagt,
Beamte und insbesondere Polizeibeamte, die die Recht und Gesetz verpflichtet sind und nicht den politischen Fantasien der jeweiligen Regierung unterliegen dürfen. Nicht nur die Bundespolizisten gehören vor dem Generalverdacht geschützt, sondern auch neue Bewerber für den Polizeivollzugsdienst. Einen weiteren politischen Gesinnungstüff von Nancy Faesers Gnaden lehnen wir entschieden ab. Ich wünsche allen Deutschen einen friedlichen vierten Advent und frohe Weihnachten. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Marcel Emmerich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Zum Antrag der Union will ich zunächst sagen, das Ansinnen, die Bundespolizei zu stärken und zu unterstützen, das teilen wir natürlich. Die Angehörigen der Sicherheitsbehörden insgesamt und der Bundespolizei im Speziellen, die rund um die Uhr für Sicherheit sorgen und uns bei der Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unterstützen, verdienen Respekt und Anerkennung. Und das war für die Bundespolizei mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum der GSG 9. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Dem Einsatz beim G7-Gipfel in Elmau, der bundesweiten Razzia gegen die Reichsbürger letzte Woche und dem normalen Arbeitsalltag ein mehr als ereignisreiches Jahr. Vielen Dank an die Polizistinnen und Polizisten für die professionelle Arbeit und das hohe Engagement. Zu den wichtigsten Aufgaben einer guten Innenpolitik gehört es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Um Gefahren abzuwehren und Straftaten verfolgen zu können, muss die Polizei folgerichtig handlungsfähig aufgestellt sein. Es braucht dafür vor allem gute technische Ausstattung und genug Personal. Und dafür sorgen wir auch als Ampelkoalition konkret zum Beispiel personell mit einem kontinuierlichen Stellenzuwachs für die nächsten Jahre. Technisch nehmen wir Geld in die Hand für Boote und neue Drohnen. Damit stärken wir ganz konkret die Arbeit für die Bundespolizei. Wenn man sich Ihren Antrag dann weiter anschaut, liebe Union, dann stellt man fest, dass es vor allem ein Katalog voller Gesetzesverschärfungen ist. Nichts haben Sie ausgelassen, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchungen, Gesichtserkennung, Wohnraumüberwachung, ohne jede Balance, da bleibt wirklich kein Schäfchen im Trockenen. Und das ist problematisch, denn wenn wir über die Polizei reden, dann reden wir vor allem immer auch über das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Und dabei gilt es nun mal, die Grundrechte gegen unverhältnismäßige Eingriffe des Staates zu schützen. Wir leben in einem der sichersten Länder dieser Welt, in dem es zugleich die Freiheit des Einzelnen so gering gilt wie möglich einzuschränken. Diese Balance aufrechtzuerhalten ist unser Ziel, und es gilt immer noch der Grundsatz, immer schärfere Gesetze führen nicht automatisch zu mehr Sicherheit. Und deswegen ist es elementar, jede Maßnahme auf Verhältnismäßigkeit, auf Wirksamkeit und Rechtsstaatlichkeit zu prüfen. Und genau das tun wir. Und Sie tun das nicht. Sie tun das nicht. Mit Ihrer Forderung nach Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungen ignorieren Sie die hohen Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht daran in der Vergangenheit zu Recht gestellt hat. Immer mehr vom Immergleichen hat in den letzten Jahren vor allem das Bundesverfassungsgericht auf Trab gehalten. Mit solchen rechtsunsicheren Vorschlägen, die am Ende wieder in Karlsruhe landen, verlieren alle die Freiheit, die Bürgerinnen und Bürger und am Ende auch die Sicherheit. Sie fordern vor allem Dinge, die rechtsunsicher sind, und ob sie zur Sicherheit beitragen, ist fraglich, und lehnen stattdessen Dinge ab, die das Vertrauen in die Polizei stärken, zum Beispiel den Polizeibeauftragten oder die pseudonyme Kennzeichnungspflicht. Und da will ich Ihnen noch mal was sagen zum Thema Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft, denn darum geht es auch bei der pseudonymen Kennzeichnungspflicht. Es ist so, die Polizei übt das Gewaltmonopol des Staates aus.
und kann mit ihren Maßnahmen in die Grundrechte aller Menschen eingreifen. Es ist deshalb unerlässlich, in jedem Fall ein transparentes und rechtsstaatliches Handeln sicherzustellen. Und dazu trägt die Einführung einer Kennzeichnungspflicht bei. Das hat auch das Bundesverwaltungsgericht schon 2019 bestätigt. Die pseudonyme Kennzeichnungspflicht dient demnach zum einen der Stärkung der Transparenz und der Bürgernähe der Polizei. Zum anderen gewährleistet sie die leichtere Aufklärarbeit bei Fehlverhalten. Damit berücksichtigt sie außerdem die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Mit ihrer Ablehnung dazu sind sie nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Sie ist mittlerweile Standard in der Mehrheit der Bundesländer. Außer in Bayern und dem Saarland ist sie überall beschlossen oder auf den Weg gebracht, in vielen unionsmitregierten Ländern. Deswegen ist das im Endeffekt auch im Sinne einer konsistenten bundesweiten Polizeipolitik. Sie sehen, wir verfolgen einen klaren Kompass. Wir haben die Sicherheit der Menschen und den demokratischen Rechtsstaat fest im Blick, und wir schaffen einen Rechtsrahmen, wir schaffen Rahmenbedingungen für eine handlungsfähige und transparente Polizei. Das bringen wir auch mit dem Bundespolizeigesetz auf den Weg. Das werden Sie noch sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Dr. André Hahn. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es war ja irgendwie schon zu erwarten, dass CDU und CSU passend zur Weihnachtszeit noch ein paar Wünsche für den Law and Order Geschenkekorb präsentieren würden. Mit dem vorliegenden Antrag hat die Union auch tatsächlich geliefert. Akzeptabel sind aber die allermeisten der darin enthaltenen Forderungen aus Sicht der Linken allerdings nicht. Fangen wir mal mit dem unabhängigen Polizeibeauftragten an, den Sie immer wieder leidenschaftlich ablehnen. Wovor haben Sie eigentlich Angst, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union? Eigentlich müssten doch alle Demokraten ein Interesse daran haben, dass die übergroße Mehrheit der Polizisten, die verantwortungsbewusst ihren Dienst versehen, dadurch geschützt werden, dass schwarze Schafe mit übergriffigem oder gar rechtswidrigen Verhalten möglichst schnell aus dem Dienst entfernt werden können. In dieser Woche antwortete das Innenministerium auf unsere Anfrage zu den Zahlen über Beschwerden, die entlang von Racial Profiling-Vorwürfen eingegangen sind. Vom Januar 2021 bis Ende November 2022 wurden danach 100 Beschwerden eingereicht. Darunter ist allerdings nicht eine einzige Beschwerde, die nach Prüfung als begründet eingestuft worden wäre. 8 Fälle seien nicht aufklärbar, 3 noch in Bearbeitung. Nun will ich den Einsatzkräften und der Bundespolizei keine Falschmeldung oder Beschwerdeunterdrückung unterstellen. Aber schon rein statistisch gesehen ist es höchst unwahrscheinlich, dass nicht eine einzige begründete Beschwerde in einem Zeitraum von 2 Jahren dabei gewesen sein soll. Mir sagt das, wir brauchen mehr denn je einen unabhängigen Polizeibeauftragten. Genau, Kollege Trohm von der Union beklagt in der aktuellen Ausgabe des Lobbymagazins Moderne Polizei das angeblich zu große Misstrauen gegenüber Polizisten. Wir müssen uns gerade jetzt in der Weihnachtszeit auch gar nicht streiten, wie die vorliegenden Zahlen auszulegen sind, wer recht hat mit seiner Wahrnehmung und wer falsch liegt. 2 Dinge allerdings geben mir schon zu denken. Erstens, zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen nehmen ein Problem wahr, das sich dann aber nicht mal ansatzweise in den Aufklärungsraten widerspiegelt. Und dass sich nur wenige von Racial Profiling betroffene Menschen überhaupt dazu durchringen, eine offizielle Beschwerde einzureichen, ist angesichts dieser Zahlen nicht verwunderlich. Ich könnte Ihnen jetzt hier einige persönliche Erfahrungen berichten, die ich in den letzten Jahren im Zug von der tschechischen Grenze bei Bad Schandau auf dem Weg nach Berlin erlebt habe, aber dafür fehlt mir leider die Zeit. Die Fakten machen aber deutlich, lieber Kollege Trohm, dass Sie doch eigentlich genau jetzt einen unabhängigen Polizeibeauftragten begrüßen müssten. Und wenn Sie dann Recht behalten würden und nahezu alle Beschwerden sich als unbegründet erweisen würden, dann schaffen wir den Beauftragten eben wieder ab. Aber für Ihre komplette Verweigerungshaltung habe ich keinerlei Verständnis. Meine Damen und Herren, auch sonst ist der Antrag
voll von Geschenken an die Bundespolizei, die die Union verteilen will. Gummigeschosse und Taser sollen eingeführt werden, ohne dass überhaupt belegbar ist, dass dadurch der Einsatz von Schusswaffen wirklich vermieden werden kann. Und natürlich ist die Union auch weiterhin gegen eine anonymisierte Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten. Haben Sie sich eigentlich mal im Rest von Europa oder in den USA umgeschaut? Da ist diese Kennzeichnung längst etabliert, und das ist auch gut so. Geben Sie endlich Ihren Widerstand dagegen auf. Meine Damen und Herren, als vom Bundestag gewähltes Mitglied des Gremiums, das die Eingriffe in die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz überprüfen sollen, muss ich einer entsprechenden Befugnis für die Bundespolizei eine klare Absage erteilen. Für die Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib und Leben ist der Lauschangriff auf den privaten Wohnraum ebenso ungeeignet wie der Einsatz von Staatstrojanern, den die Union jetzt für die Bundespolizei fordert. Wir als Linke lehnen das ab. Und abschließend sage ich in Richtung Koalition: Legen Sie endlich einen eigenen Gesetzentwurf für ein neues Bundespolizeigesetz vor. Dann könnten Sie sich erstmals innenpolitisch als sogenannte Fortschrittskoalition beweisen. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Manuel Höferlin. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor kurzem war ich zu Hause in Mainz wieder mal bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Und dort müssen rund 70 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ihren Dienst tun. Es gibt wenig Platz für die wichtige Arbeit, zu wenig Platz für Akten, für Geräte. Die Umkleiden dort sind inzwischen ausgelagert, ein ganzes Stück vom Gebäude hinweg. Und auf einen Neubau, auf eine neue, größere Unterkunft warten die Kolleginnen und Kollegen dort schon seit Jahren. Der Hauptbahnhof in Mainz ist nur eines von Beispielen. Die viele Polizeidienststellen, gerade an den Bahnhöfen, sind ganz ähnlich aufgestellt. Dabei verdanken wir die Sicherheit an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, genau diesen Beamten, die trotz dieser Umstände ein hohes Maß an Motivation und Leistungsbereitschaft zeigen, und das jeden Tag. Und dafür möchte ich einmal herzlichen Dank sagen. Eine moderne, gut ausgestattete Polizei ist deshalb für mich eines der wichtigsten Themen und ein zentrales Vorhaben dieser Koalition in der Innenpolitik. Und daran arbeiten wir intensiv, um die Arbeit unserer Bundespolizistinnen und Bundespolizisten besser, effizienter zu gestalten. Denn vor allen Dingen damit machen wir Deutschland sicherer, meine Damen und Herren. Der Antrag der Union zeigt jedoch, dass sie dieser Aufgabe nicht gewachsen sind und auch in den letzten 16 Jahren nicht gewachsen waren. Denn ihr Antrag ist nichts anderes als eine Liste dessen, was sie 16 Jahre in der Innenpolitik selbst nicht geschafft haben. Es ist eine Dokumentation ihrer Versäumnisse. Und das Bundespolizeigesetz ist ein gutes Beispiel, denn nicht einmal das haben sie durchgekriegt in der letzten Legislatur. Und deshalb ist es gut, dass sich die Fortschrittskoalition jetzt um die Bundespolizei kümmert, meine Damen und Herren. Es geht Ihnen in Wirklichkeit auch gar nicht um die Beamten. Das zeigt Ihr Antrag auch deutlich. Sondern es geht Ihnen einmal mehr um mehr Überwachung der Telekommunikation, um die Online-Durchsuchung, die Wohnraumüberwachung, die automatische Gesichtserkennung und so weiter. Ihre fragwürdigen Projekte, mit denen Sie die Bürger immer wieder drangsalieren wollen, die sind krachend gescheitert vor den Verfassungsgerichten, weil sie einfach nicht verfassungsfest waren. Zuletzt mit der Vorratsdatenspeicherung. Und sie begreifen eines nicht: Mehr Überwachung bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit, meine Damen und Herren. Unsere Polizistinnen und Polizisten brauchen andere Dinge, viel dringender. Sie brauchen bessere Ausrüstung, auch bessere Unterkünfte, auf die sie seit Jahren warten. Sie brauchen klare Zuständigkeitsregelungen, und sie brauchen eine verlässliche Politik. Und im Gegensatz zu Ihnen werden wir das liefern. Sie machen ja auch ein paar ganz gute Vorschläge in Ihrem Antrag, zum Beispiel den Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten, sogenannten Tasern oder Bodycams. Leider viel zu spät, weil teilweise diese Projekte als Pilotprojekte laufen und immer noch nicht ausgerollt sind. Dagegen wollen Sie jetzt noch mehr? Sie wollen Gummigeschosse bei der Bundespolizei, wollen Sie ausrüsten. Dabei haben Sie es noch nicht mal geschafft, in den vielen Jahren die Taser ordentlich auszurollen. Sie wollen sozusagen wieder mit der Kanone auf Spatzen schießen. Sie fordern jetzt eine Sicherheitsüberprüfung.
Bei Neueinstellungen ein guter Vorschlag, den die FDP-Fraktion in der letzten Wahlperiode bereits gefordert hat. Und Sie haben es versäumt, das einzuführen. Und wir gehen das jetzt mit dem neuen Bundespolizeigesetz an. Die Arbeit der Polizei wird auch verbessert im Täglichen, indem wir das erfolgreiche Pilotprojekt P20 weiterentwickeln. Die Polizeien in Deutschland, die Länderpolizeien, die Bundespolizei, das BKA, das Zollkriminalamt und die Polizei des Bundestages werden damit überall jederzeit Zugriff auf die wichtigen Informationen haben, die sie täglich in ihrem Polizeigeschäft brauchen. Das verbessert die Einsatzmöglichkeiten, die Effizienz der Polizei besser und das verbessert die Arbeitsumstände der Beamtinnen vor Ort, meine Damen und Herren. Wir sorgen für mehr Digitalisierung, die auch einen echten Nutzen hat. Wir setzen uns für eine flächendeckende Ausstattung für mobile Endgeräte ein, benutzerfreundlich direkt Zugriff auf die relevanten Daten. Damit stärken wir die Bundespolizei und sorgen auch für moderne Sicherheitsbehörden, meine Damen und Herren. Und weil Ihr Antrag vor allen Dingen eines aufzeigt, nämlich was Sie in den letzten Jahren versäumt haben, umzusetzen, was Sie nicht geschafft haben, durchzusetzen, ist es auch gut, dass die schwarzen Jahre im Innenministerium vorbei sind. Die Sicherheitspolitik ist jetzt evidenzbasiert, grundrechtsschonend, und wir schaffen verlässliche Instrumente für die tägliche Arbeit der Polizisten vor Ort. Das dürfen, finde ich, auch diejenigen erwarten, die im wahrsten Sinne des Wortes jeden Tag ihren Kopf für uns hinhalten. Und das werden wir leisten. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Petra Nikolaisen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde die Gelegenheit gerne dazu nutzen, um darüber zu sprechen, wie die alltägliche Arbeit der 54.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten in unserem Lande eigentlich aussieht. Die Bundespolizei führt jährlich unzählige von Amtshandlungen aus. Das wissen Sie: Objektschutz, Grenzkontrollen, Fahndung, Festnahmen. Und der Kampf auch gegen die organisierte Kriminalität gehören zu einigen der vielfältigen Aufgaben, die Tag für Tag gewissenhaft erfüllt werden. Und das sind Aufgaben, die unserer Sicherheit dienen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe ist es, die Bundespolizei zu stärken. Dazu müssen die Herausforderungen endlich angegangen werden. Und dabei bin ich sicher, der Bundesregierung sind diese Herausforderungen und Belastungen hinlänglich bekannt, und doch passiert zu wenig. Die Zahl der Aufgaben wächst, der Aufgabendruck ist enorm und die Gefahrenlage hoch. Wir beobachten eine neue Qualität der Aggression gegen die Polizei, geringere Hemmschwellen, die Festnahme bewaffneter Reichsbürger und die Polizistenmorde zum Beispiel in Kusel. Wir erleben hochprofessionalisierte Strukturen im Bereich der Schleusungskriminalität und neue mögliche Gefahren durch Cyberangriffe, Sabotage und Drohnen. Darauf muss die Bundespolizei vorbereitet werden, weil wir alle eine zuverlässige, funktionsfähige und gut ausgestattete Bundespolizei erwarten und auch brauchen. Mir ist es wichtig, Revue passieren zu lassen, was bisher alleine in diesem Jahr an Aufgaben hinzukam. Zu Beginn dieses Jahres waren es die Montagsdemonstrationen und Drohaufläufe, Corona-Demos und die vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine. Im Sommer dann Flughafenchaos. Wer musste helfen? Die Bundespolizei. Einsatzlagen bei Fußballspielen und der Reiseverkehr der Fans. Die Bundespolizei ist auch hier gefordert. Und so kamen 2021/22 mehr als 400.000 Einsatzstunden zusammen. In diesem Herbst Klimaaktivisten am Berliner Flughafen, Einsätze für die Bundespolizei und nun weiter zunehmende Migrationsbewegungen. Die Bundespolizei sichert die Grenzen. Und genau deshalb haben wir diesen Antrag gestellt und eingebracht, weil wir als CDU-CSU-Fraktion den Ernst der Lage erkennen und konkrete Vorschläge machen. Wir fordern Sie auf, liebe Bundesregierung, in unserem Antrag hier und heute. Erstens, sorgen Sie für mehr Personal bei angemessener Bezahlung. Zweitens, statten Sie die Einsatzkräfte sicherer und moderner aus, um neuen Herausforderungen anzugehen und das Personal gut zu schützen. Und dazu gehört auch, dass Sie die Situation der Dienststellen und der Unterbringung der Bundespolizei regeln.
Und drittens, greifen Sie unsere Vorschläge zu zeitgemäßen Handlungsbefugnissen bitte auf. Die Bundespolizei braucht Möglichkeiten, um neue Gefahren zu begegnen und besser ermitteln zu können. Und Kollege Emmerich, der Polizeibeauftragte, trägt in der Tat nicht zu mehr Bürgernähe bei. Abschließend möchte ich auf die künftige finanzielle Situation zu sprechen kommen. Und ich kann es wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum die Bundesregierung ausgerechnet jetzt bei der Bundespolizei sparen will. Ihnen muss doch auch bewusst sein, dass das vollkommen unvernünftig ist und natürlich auch realitätsfern. Wir als unionsgeführte Bundesregierung haben seit 2016 in diese Behörde mehr investiert als in allen anderen Bereichen der inneren Sicherheit. Und lieber Kollege Uli Grötsch, Sie wissen es besser als das, was Sie eben kundgetan haben. Wir haben dort in großer Koalition viel investiert. Und das Polizeigesetz ist im Bundesrat gescheitert an einem Ministerpräsidenten der SPD. Was wir mühevoll aufgebaut haben, eine höhere Personaldecke, die Erhöhung der Polizeizulage und viele weitere Verbesserungen, das alles bauen Sie jetzt hier sukzessive wieder ab und machen diesen Erfolg der letzten 6 Jahre zunichte. Das ist eher Wagnis als Fortschritt, was hier gerade passiert. Sie sparen an Befugnissen und an Kosten und das zulasten unserer Sicherheit und der Sicherheit der Einsatzkräfte. Das ist absoluter Rückschritt. Ich muss doch schwer hoffen, dass Sie sich zeitnah besinnen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Carmen Wegge. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Bundespolizei ist aktuell sehr stark und vielfältig gefordert. In diesem Jahr sind es vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges. Sei es der Schutz kritischer Infrastruktur, auch zu See, oder die Unterstützung bei der Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine. Hier möchte ich besonders erwähnen, dass die Bundespolizei dankenswerterweise schnell reagiert hat, als nach den ersten Ankünften von ukrainischen Frauen und Kindern Berichte über Menschenhandel und sexualisierte Übergriffe die Runde machten. Die Präsenz wurde verstärkt und vor Ort wurde sensibilisiert. Genau so muss es laufen. Aber auch die Razzia gegen ReichsbürgerInnen in den vergangenen Wochen kann man nicht unerwähnt lassen. Die Bundespolizei unterstützt immer häufiger bei der Abwehr der großen Bedrohung durch Rechtsextremismus. Auch bei dieser bundesweiten Razzia war sie mit hunderten Beamtinnen beteiligt, darunter auch viele Spezialkräfte. Wir haben den Rechtsextremismus als die aktuell größte Gefahr für unsere Demokratie identifiziert. Und für den Kampf gegen Rechts brauchen wir starke Sicherheitsbehörden. Auf die Bundespolizei können und müssen wir uns an dieser Stelle verlassen. Zur Erfüllung ihres wichtigsten Auftrags benötigt die Bundespolizei nicht, wie Sie in Ihrem Antrag schreiben, 3, sondern aus meiner Sicht sogar 5 Dinge. Eine starke Bundespolizei braucht ausreichend Personal, gutes Material, gute Arbeitsbedingungen, Anerkennung für die Arbeit der Beamtinnen und schließlich eine moderne gesetzliche Arbeitsgrundlage. All das schaffen wir, all das schafft unsere Innenministerin Nancy Faeser, all das schafft die Ampel. Und ich möchte Ihnen auch konkret erläutern, wie wir in diesen 5 Bereichen aktiv werden oder bereits jetzt aktiv geworden sind. Erstens mehr Personal. Wir haben durch die Haushaltsberatung 1000 neue Stellen bei der Bundespolizei ermöglicht. Diese neuen Beamtinnen werden unter anderem zum Schutz von Flug- und Seehäfen und dem Grenzschutz eingesetzt. Zweitens neues Material. Wir investieren ganz gezielt in die Bedarfe der Bundespolizei. Wir schaffen das an, was durch die verstärkten Herausforderungen gebraucht wird. Die Bundespolizei See hat beispielsweise ein Verfahrenstrainingszentrum mit dem modernsten Schiffführungssimulator Europas eröffnet. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen im maritimen Raum ist dies eine dringende, notwendige Weiterentwicklung. Ein weiteres Beispiel. Im Haushalt für 2023 haben wir 21 Millionen Euro zur Beschaffung neuer Kontroll- und Streifenboote bei der Bundespolizei See sowie Mehrzweckboote für die GSG 9 vereinbart.
gute Arbeitsbedingungen, für mehr Sicherheit in Deutschland kommt es auf eine motivierte und gut ausgebildete Bundespolizei an. Genau deshalb stärken wir Supervision sowie Fort- und Weiterbildung. Nur so kann man eine attraktive Arbeitgeberin auch bleiben. Wertschätzung für PolizistInnen. In dieser Legislaturperiode werden wir endlich die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig gestalten können. Das ist uns als SPD seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Und liebe Union, bei Ihnen habe ich das jetzt noch nicht so häufig gehört. Mit der Wiedereinführung werden die Leistungen der Beamtinnen endlich auch finanziell anerkannt. Eine gute Nachricht für die KollegInnen. Und das Bundespolizeigesetz, ja, das stammt in großen Teilen noch aus dem Jahr 1994. Und deswegen werden wir selbstverständlich einen Gesetzesentwurf vorlegen. Der Versuch einer Modernisierung der Rechtsgrundlagen ist ja, wie bereits bekannt, im Bundesrat gescheitert. Wir schaffen nun ein neues und zeitgemäßes Gesetz, das für eine moderne und bürgernahe Polizei stehen wird. Für dieses Ziel, ja, bürgernah, das ist für Sie vielleicht komisch, Herr Amthor, für uns ist das selbstverständlich. Für dieses Ziel braucht es in unseren Augen klar geregelte Kompetenzen. Sie sind die Grundvoraussetzung für ein verfassungsfestes Gesetz. Wir wägen genau ab, welche Handlungsbefugnisse für die Bundespolizei notwendig sind und welche eben nicht. Unser Credo ist dabei nicht wie in Ihrem Antrag, mehr ist immer besser. Diese Haltung würde ich als einen konservativen Reflex bezeichnen, den wir als SPD endlich nicht mehr mittragen müssen. Stattdessen wollen wir die Bundespolizei als bürgernahe Polizei stärken. Dafür ist das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden ein zentraler Schlüssel. Gerade deswegen werden wir die Kennzeichnungspflicht und einen unabhängigen Polizeibeauftragten einführen. Beide Maßnahmen sind Ausdruck einer modernen, professionell und vor allem rechtsstaatlich arbeitenden Polizei. Sie sind Ausdruck eines offenen und transparenten Auftretens des Staates gegenüber ihren BürgerInnen. Das Vertrauen der BürgerInnen in die Polizei wird damit gestärkt. Mit Blick in die Zukunft ist die Bundespolizei also gut aufgestellt, und besonders gut ist, dass wir jetzt die Innenministerin stellen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Irene Mihalic. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Bundespolizei ist ein Eckpfeiler und Garant für die innere Sicherheit unseres Landes. Sie zu stärken, auf hohem Niveau auszustatten und einsatzbereit zu halten, ist unser aller Verpflichtung, meine Damen und Herren. Nicht zuletzt in diesen schwierigen Zeiten von allgegenwärtigen Krisen und dem Krieg in der Ukraine verdienen die Beschäftigten der Bundespolizei unseren besonderen Dank und Wertschätzung, meine Damen und Herren. Und deshalb hätte es mich umso mehr gefreut, wenn wir inzwischen die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder eingeführt hätten, genauso wie wir es auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Leider hängt der bereits fertige Gesetzentwurf der Innenministerin noch im Bundesfinanzministerium zur Freigabe fest. Ich appelliere an dieser Stelle aber auch ausdrücklich an unseren Koalitionspartner. Es ist wichtig, dass wir in dieser wichtigen Frage vorankommen. Denn gerade für die zahlreichen Beschäftigten der Bundespolizei im mittleren Dienst wäre es ein so wichtiges Signal in diesen schwierigen Zeiten. Da dürfen wir sie nicht im Regen stehen lassen, meine Damen und Herren. Und nun komme ich zu Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Sie haben ja durchaus ein paar vernünftige Dinge aufgeschrieben, aber mit dem meisten, was Sie da vorschlagen, sind Sie ja schon in der letzten Wahlperiode krachend gescheitert. Und nach diesem völlig verkorksten Gesetzgebungsverfahren ist es gut, dass die Ampel jetzt anpackt, was Sie damals verbockt haben. Nach fast 30 Jahren Stillstand werden wir das Bundespolizeigesetz endlich novellieren. Damit treffen wir eine Richtungsentscheidung für die Zukunft der Bundespolizei. Wir werden darauf achten, dass die Bundespolizei moderne und vor allen Dingen rechtssicher ausgestaltete Rechtsgrundlagen erhält, so wie es für ihre wichtige Arbeit erforderlich ist. Und dazu gehört auch die Debatte
darüber zu führen, dass die Bundespolizei die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Verbrechenstatbeständen bekommt. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, und das haben Sie sich jetzt hier auch schon öfter anhören müssen, fordern hingegen die Nutzung automatischer Gesichtserkennung. Sie wollen die Quellen-TKÜ für die Bundespolizei und die Wohnraumüberwachung. Damit laufen Sie nicht nur meilenweit am tatsächlichen Bedarf vorbei, sondern Sie würden auch noch einen ganzen Berg voller verfassungsrechtlicher Unsicherheiten schaffen. Was wir aber brauchen, ist gut ausgebildetes, gut ausgestattetes Personal, das kriminalistisch arbeitet und keine Rechtsunsicherheit. Meine Damen und Herren. Ein sehr wichtiges Thema ist zudem eine professionelle und vor allem diskriminierungsfreie Arbeit der Bundespolizei. Und seit Jahren wird Deutschland, auch unter der unionsgeführten Bundesregierung, von europäischen Institutionen dazu aufgefordert, wirksam gegen das sogenannte Racial Profiling vorzugehen. Und die Novelle des Bundespolizeigesetzes bietet nun eine echte Chance dafür, eben mehr Rechtssicherheit für Personenkontrollen zu schaffen und eben gleichzeitig Diskriminierungen vorzubeugen. Und hier möchten wir zusammen mit unseren Koalitionspartnern an der Entwicklung von alltagstauglichen und praktikablen Lösungen arbeiten. Wie zum Beispiel die flächendeckende Ausstattung der Beamtinnen und Beamten mit Bodycams, die auf Verlangen noch eingeschaltet werden. Oder die Ausstellung von Kontrollquittungen sind wichtige Maßnahmen, für die wir uns einsetzen wollen. Und nein, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, um uns allen hier Ihre Plattitüden zu ersparen, diese Maßnahmen drücken nicht mangelndes Vertrauen in die Arbeit der Polizei aus. Im Gegenteil, wir schaffen Vertrauen, meine Damen und Herren. Denn die allermeisten Polizistinnen und Polizisten machen eine hervorragende und professionelle Arbeit für uns alle. Und wir wollen sie darin unterstützen und ihnen die Rechtsgrundlagen an die Hand geben, die sie für ein professionelles Einschreiten auch so dringend brauchen. Und wer immer nur nichts tut, ja, und sagt, die Polizei macht immer alles richtig, der zerstört in Wahrheit das Vertrauen in diese so wichtige Institution unserer Gesellschaft. Und das muss sich dringend ändern. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir demnächst auch einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines unabhängigen Polizeibeauftragten vorlegen werden. Wir wollen dadurch eine unabhängige Ansprechperson für Polizistinnen und Polizisten und für Bürgerinnen und Bürger hier beim Deutschen Bundestag schaffen. Aber auch dagegen polemisieren Sie ja immer gerne. Ja, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Antrag. Aber Ihr Konservativismus ist eben nach dem Motto gestrickt, einfach immer dasselbe sagen, egal wie die Welt sich verändert. Wir als Ampel werden aber dafür sorgen, dass sich etwas ändert, und zwar zum Positiven. Denn es geht um eine Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung, der wir uns verpflichtet fühlen. Vertrauen in die Polizeibeamtinnen und Beamten des Bundes, die wir mit neuen, modernen Kompetenzen ausstatten wollen. Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Sicherheitsbehörden unseres demokratischen Rechtsstaats und Wertschätzung, die mehr ist als eine hohle Phrase. Unsere Polizistinnen und Polizisten brauchen kein Mitleid oder Schulterklopfen. Sie verdienen aufrichtige Anerkennung ihrer Arbeit, die sich in vielen Maßnahmen ausdrückt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute und besinnliche Weihnachtszeit. Denn in der Ruhe liegt die Kraft, die wir auch für die anstrengenden und die anstehenden sicherheitspolitischen Reformdebatten so dringend brauchen. Ganz herzlichen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Stefan Thomé. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich den Antrag der Union so durchliest, dann fühlt man sich jedenfalls an ein paar Stellen, als wäre man in eine Kammer des Schreckens grenzenloser Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse hineingeraten. Denn sie machen keinen Hehl daraus, dass sie auch alle nur irgendwie denkbaren Befugnisse hineinpacken würden und weitergeben würden, wenn man sie nur lassen würde. Dabei sind ihrer Fantasie irgendwie keine Grenzen gesetzt. Von der Befugnis zum Einsatz moderner Technik bis hin zur Nutzung von Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen und hin zur Wohnraumüberwachung. Und schließlich fast schon erwartungsgemäß, wie auch ein Stichwort im Theater, die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung sowie zur Befugnis der sogenannten Quellen-TKÜ und der Online-Durchsuchung. Da fehlt nichts aus dem Szenario. Aber
Es ist da in der Tat jetzt vieles dabei, was man sich in Bezug auf die Ausweitung von bundespolizeilichen Befugnissen gerade nicht wünschen würde. Denn der freiheitliche Verfassungsstaat macht von Eingriffsbefugnissen und Überwachungsbefugnissen wirklich nur sehr, sehr zurückhaltend und maßvollen Gebrauch. Zudem verkennen Sie in Ihrem Antrag den Stellenwert, die Möglichkeiten, die Chancen, die Optionen eines unabhängigen Polizeibeauftragten, den Sie als überflüssig erachten in Ihrem Antrag. Und so macht Ihr Antrag eines deutlich: Es ist gut, dass die FDP in der Regierungsverantwortung mit ist, mit den Grünen und der SPD. Denn mit uns wird es einen solchen rücksichtslosen und übrigens auch weitestgehend unnötigen ein Generalangriff auf die Bürgerrechte und auch auf unsere IT-Sicherheit, wie Sie sie hier vorhaben, gerade nicht geben. Mit diesem Antrag wird die Union einer vernünftigen Reform des Bundespolizeigesetzes nicht einmal im Ansatz gerecht. Es ist auch wirklich interessant, wie selbstbewusst die Union hier die Stärkung der Bundespolizei fordert. Denn die wesentlichen Elemente des Bundespolizeigesetzes stammen aus dem Jahr 1994. Damals hieß es darüber noch Bundesgrenzschutz. Und eigentlich wollte ja auch die letzte große Koalition das Gesetz modernisieren, ist aber damit dann im Jahr 2021 gescheitert, nur 2 Monate vor der Bundestagswahl. Das heißt, wenn Sie jetzt das Thema zu Ihrem Thema machen, dann zeigen Sie, woran Sie jetzt zuletzt eben noch stecken geblieben sind. Während Sie also am Ende doch die Bundespolizei in ihrer veralteten Gesetzesgrundlage zurückgelassen haben, werden wir die Modernisierung des Bundespolizeigesetzes jetzt anpacken. Denn die Koalition hat die Überarbeitung des Bundespolizeigesetzes zu einem ihrer wichtigen Vorhaben gemacht. Wir wollen für eine gute Personal- und Sachausstattung sorgen und vor allem auch den Zustand der Liegenschaften verbessern und den Abbau von Überstunden angehen. Vor allem der Zustand vieler, vieler Liegenschaften, die die Bundespolizei gerade in Bahnhöfen nutzt, ist wirklich für die Polizeibeamtinnen und Beamten untragbar. Wir müssen dafür sorgen, dass die notwendige Ausstattung und angemessene Unterbringung gewährleistet wird. Und einen letzten Punkt will ich noch anfügen, denn wir halten es als FDP-Fraktion für einen wichtigen Punkt, die Kompetenzen der Bundespolizei in Bezug auf Rückführungen da zu stärken, wo Bundespolizeibeamte in ihrem Zuständigkeitsbereich, vor allem an Bahnhöfen, den unrechtmäßigen Aufenthalt einer Person feststellen. Und dann sollte sie auch für die Rückführung zuständig sein. Das sind Zuständigkeitsfragen zwischen Bund und Ländern zu klären, aber es ist jedenfalls sinnvoll und auch notwendig, dass da, wo ausreisepflichtige Ausländer angetroffen werden, auch die Bundespolizei, wo sie sie antrifft, für Rückführung sorgen kann. Das ist noch ein Punkt, den wir angehen wollen. Ansonsten werden wir dieses Thema im nächsten Jahr beherzt angehen. Vielen Dank und Ihnen allen frohe Weihnachten, guten Start ins neue Jahr. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Silke Launert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt, Worte des Philosophen Kafka, die zum Ausdruck bringen, worauf es am Ende wirklich ankommt. Nicht ausschweifende Reden, Beteuerungen, Versprechungen, sondern schlichtweg auf eins: Vertrauen. Und nur derjenige, welcher das Gefühl hat, dass ihm vertraut wird, der fühlt sich auch wertgeschätzt. Und vom Vertrauen der Bundesregierung in unsere Polizei, in all die Männer und Frauen, die unsere Sicherheit garantieren, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr da, muss ich sagen, spüre ich eher wenig. Während es im Koalitionsvertrag noch so toll hieß, schöne Worte, die Wertschätzung für unsere Polizistinnen und Polizisten drücken sich aus, auch durch eine gute Personal- und Sachausstattung, den Zustand der Liegenschaften, den Abbau von Überstunden und Wiedereinführung der Polizeizulage aus. Wie sieht die Realität aus? Wir erkennen an, dass Sie die Vollzugsbeamten stärken wollen und dann nicht gekürzt haben, pauschal mit diesen 1,5%.
Dafür haben wir uns auch ausgesprochen, das erkennen wir an. Allerdings trifft es natürlich die 1,5% in der Verwaltung. Und da hören wir Stimmen, die sagen, das macht uns den Laden kaputt, weil wir gerade natürlich in den letzten Jahren viel ausgebaut haben. Und diese Einsparung wäre drastisch. Wir haben Sachmittelkürzungen, wir haben die geplante Kennzeichnungspflicht, also von Bürgernähe. Das ist ja abstrus, aber das war ja jemand anders, der diesen Begriff in dem Zusammenhang gebraucht hat. Wir haben die Pläne zur Ernennung eines Polizeibeamten. Ja, interessant, was Wertschätzung ist. Und es ist eben nicht so, wie Frau Mihalic sagt, dass das nichts mit Vertrauen zu tun hat. Ich kann Ihnen sagen, ich unterhalte mich auch. Ich war letzte Woche erst bei meiner Bundespolizei und nicht auch die Soldaten, auch die Polizisten. Die Reden in der vorhergehenden Debatte haben es gezeigt, fast alle Beiträge aus Linksgrün haben die Polizisten angegriffen, wie wichtig es ist, sie dadurch genau zu kontrollieren und die vielen schwarzen Schafe da rauszufiltern. Das ist genau das Gegenteil von Wertschätzung. Sicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es nicht zum Nulltarif. Das kostet 54.000 Männer und Frauen. Und deshalb, so bitter es ist, ein schwarzes Schaf zu haben, das ist nicht entschuldbar, so sehr müssen wir die anderen 54.000 Männer und Frauen der Bundespolizei sehen, die jeden Tag ihren Kopf hinhalten, bereit sind, in Gefahrensituationen ja vielleicht sogar ihr Leben zu lassen. Und für diese Personen trägt die Bundesregierung die Verantwortung. Und diese Personen haben unser Vertrauen, unsere Wertschätzung verdient. Wir brauchen sie. Die Rückendeckung, die diese brauchen, haben wir in der letzten Periode gezeigt. Auch hier wieder Frau Mihalic, 16 Jahre nichts gemacht, haben sie letzte Periode geschlafen. Kurz Zusammenfassung, 8.300 neue Stellen, Erhöhung um fast ein Fünftel, Besoldungserhöhung 10%, Polizeizulage, Einstiegsgehalt angehoben. Also wer hier sich hinstellt und sagt, hohle Phrasen, 16 Jahre nichts gemacht, der hat wirklich offensichtlich nicht aufgepasst. Das Signal ist klar, dass wir ausgesendet haben. Wir sehen, welche wichtige Aufgabe er für uns alle erledigt. Vielen Dank, Herr Grütsch, dass Sie das mal angesprochen haben. Sie waren der Einzige, die 450 Bundespolizisten, die in dem Einsatz letzte Woche aktiv dabei waren und nämlich ihren Job gemacht haben und unsere Demokratie verteidigt haben. Wir sehen, was ihr leistet. Wir stehen an eurer Seite. Wir unterstützen euch. Und vor allem, wir vertrauen euch. Und das ist eben genau das Gegenteil, was die Ampel macht. Wir hören immer nur, was alles falsch läuft, wie man kontrollieren muss, wie man alle möglichen Leute rausbringen muss. Schaffen Sie die nötigen Rahmenbedingungen. Machen Sie den Weg frei für die Erweiterung der Zuständigkeit der Bundespolizei. Machen Sie den Weg frei für die Befugnisse zur Telekommunikationsüberwachung, Quellen-TKÜ-Online-Durchsuchung. Kurzum, schenken Sie unseren Leuten bei der Bundespolizei Vertrauen. Sie haben es verdient. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Simona Kos. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Polizei weiter, Bundespolizei weiter stärken, so der Titel des Antrags der Union. Und wer mag dem widersprechen? Was die Ampelkoalition für die Stärkung der Bundespolizei tut und im Haushalt 2023 verankert ist, haben wir schon von einigen Kolleginnen und Kollegen der Koalition gehört. Ich möchte es trotzdem noch mal wiederholen. 1.000 neue Stellen. 8 neue Stellen für dringend gebrauchte Sozialarbeitende und Psychologinnen und Psychologen für die Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei. 21,1 Millionen Euro für die Beschaffung neuer Kontroll- und Streifenboote und neuer Mehrzweckboote der GSG 9. 3,9 Millionen Euro für die Beschaffung von Drohnen zum Schutz kritischer Infrastruktur. Die Ausstattung der Bundespolizei im Haushalt 2023 ist dank Ampelkoalition und Bundesinnenministerin Nancy Faeser in guten Händen. Wir nehmen den Titel Ihres Antrages ernst. Wir stärken die Bundespolizei. In diesem Jahr habe ich insgesamt 3-mal den Standort Blumberg der Bundespolizei besucht. Zuletzt gemeinsam am 11. November mit meinem Kollegen Uli Grötsch. Die Kolleginnen und Kollegen dort sind zuständig für den Grenzschutz, Migrationsarbeit an den Grenzen zu Polen, Österreich, Tschechien und der Schweiz. Und wir wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie die Situation an den Grenzen ist.
Sie sind zuständig für die Sicherung von Bahnhöfen und Gleisanlagen, für Einsätze zur Unterstützung bei Versammlungen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie für Einsätze zur Unterstützung des BKA, unter anderem beim G7-Gipfel. Bei unserem Besuch waren wir tief davon beeindruckt, mit welchem großen Engagement die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei unter schwierigen Bedingungen ihre Arbeit leisten. Falls es Sie interessiert, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, dann machen Sie sich doch einmal die Mühe und schauen sich an, unter welchen Bedingungen die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei dort arbeiten müssen. Sie werden Häuser in der Bausubstanz aus den 80er Jahren vorfinden, die den Anforderungen, die wir und Sie an die Bundespolizei stellen, nicht mehr gerecht werden. Werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, bevor Sie jetzt mit dem Finger auf die Ampel zeigen, diese Rahmenbedingungen herrschen dort in Blumberg seit Jahren. Dringend, wirklich dringend müssen jetzt folgende Bauvorhaben umgesetzt werden: Der Bau einer Befehlsstelle, die Bereitstellung eines Führungsraums, die Erweiterung von Trainingsmöglichkeiten, neue Unterkünfte für die Kolleginnen und Kollegen und eine neue Mensa. Es gibt einen Masterplan über 15 Jahre mit 5 Bauabschnitten. Wichtig ist, dass endlich mit der konkreten Umsetzung begonnen wird. Wir werden das jetzt in Angriff nehmen, was der Innenminister Seehofer mit seinem bayerischen Blick möglicherweise nicht hat sehen können oder sehen wollen. Wir werden, und ich persönlich werde mich dafür einsetzen, den Standort so zu ertüchtigen, dass er einer modernen Bundespolizei entspricht. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen in Zivil und in Uniform für ihr Engagement und ihren Einsatz, denn sie leisten unter schwierigen Bedingungen eine erstklassige Arbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schauen nach vorn, wir packen an. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Philipp Amthor. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte, die wir jetzt in der zurückliegenden Stunde geführt haben über die Bundespolizei, die hat schon sehr, sehr deutlich gezeigt, und ich hoffe, dass das viele Bundespolizisten in unserem Land auch zur Kenntnis nehmen, wo die einzelnen Fraktionen dieses Parlaments ihre Schwerpunkte setzen. Die einen: Wir haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass es einen beispiellosen Aufwuchs bei der Bundespolizei gab. Sie haben stattdessen den Gesamtpersonalansatz der Bundespolizei reduziert. Und man hat den Eindruck, die wichtigste Zukunftsstelle für die Bundespolizei in der Zukunft sind bei Ihnen nicht neue Einsatzhundertschaften, die es dringend bräuchte, sondern ein Polizeibeauftragter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren und tun es auch mit dieser Debatte sehr klar dafür eingesetzt, dass die Bundespolizei Instrumente und Befugnisse auf der Höhe der Zeit bekommt. Statt neuer Befugnisse und Instrumente gibt es von Ihnen eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten. Das ist zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man hat den Eindruck, in Ihren Vorträgen ist das Hauptthema eine sogenannte bürgernahe Bundespolizei. Das scheint Ihr Wunsch zu sein. Ich sage Ihnen, das ist auch die Realität in unserem Land, eine Realität, die Sie verkennen. Und das wichtigste Ziel, was es braucht, ist eine Bundespolizei, die wirksam gegen Straftäter und Extremisten vorgehen kann. Und dafür braucht es unseren Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach einer wirklich beispiellosen Erfolgsgeschichte der personellen Stärkung, die wir ja nicht nur alleine, sondern auch mit der SPD, die sich zum Teil daran ja nicht mehr erinnern kann und glaubt, in den letzten 16 Jahren sei alles schlecht gewesen. In dieser gemeinsamen Erfolgsgeschichte haben wir dafür gesorgt, dass 54.000 Bundespolizisten unsere innere Sicherheit
stärken, unsere Freiheit verteidigen. Und diese Menschen brauchen einen rechtlichen Instrumentenkasten auf der Höhe der Zeit. Wir haben es gehört, das Bundespolizeigesetz, es ist 30 Jahre alt. Es braucht einen Neuanlauf. Und ich sage gerade Ihnen, wo Sie uns immer vorwerfen, wir würden hier nur meckern, wir würden nur kritisieren. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht. Sie kündigen nur an. Wo ist denn Ihr Gesetzentwurf zum Bundespolizeigesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und ich fände übrigens toll, die Spatzen pfeifen das ja von den Dächern. Es gibt ja einen Referentenentwurf, wir haben gehört, der steckt jetzt im Finanzministerium fest. Ist übrigens auch ein tolles Zeichen vom Parlamentarismus, dass wir die Dinge irgendwo in der Öffentlichkeit diskutiert finden, aber nicht hier im Parlament. Trotzdem wissen wir natürlich, was Sie vorschlagen. Es ist ungenügend. Einführung von Tasern, den sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten, Fehlanzeige. Quellentelekommunikationsüberwachung, Fehlanzeige. Online-Durchsuchung, Fehlanzeige. Stattdessen Kennzeichnungspflicht und Polizeibeauftragte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Entwurf trägt den Namen Bundespolizeigesetz, ist in der Sache aber keine notwendige Stärkung der Bundespolizei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den gibt es stattdessen von uns, und ich will Ihnen auch noch mal sagen, Sie fallen, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, deutlich hinter dem zurück, was wir in der vergangenen Wahlperiode auch gemeinsam beschlossen haben. Das Bundespolizeigesetz, das im Bundesrat gescheitert ist, das war nicht irgendwie mal eine unverbindliche Willenserklärung der Union, sondern es war ein Beschluss dieses Parlaments, und es ist gescheitert auch maßgeblich an der SPD, an Boris Pistorius und am Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und Frau Faeser, ich sage Ihnen, Sie müssen dann auch liefern und sollten dann im Bundesrat auch dafür sorgen, sich etwas zuzutrauen und jetzt nicht lieblos das Bundespolizeigesetz so auszugestalten, dass all die Dinge, die eine Zustimmungspflicht im Bundesrat auslösen, dass die alle gestrichen werden, weil Sie es sich nicht zutrauen, dort die Ministerpräsidenten zu überzeugen. Und ich finde, wer andere Ministerpräsidenten nicht überzeugen kann, ein gutes Bundespolizeigesetz zu machen, der sollte auch selbst nicht das Amt der Ministerpräsidentin anstreben. Das ist bei Boris Rhein deutlich besser aufgehoben. Frohe Weihnachten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin heilfroh, dass ich vorher keine Rede geschrieben hätte, sonst hätte ich vorher gar nicht auf alles eingehen können, was jetzt gerade aufgeräumt werden muss. Lieber Kollege Amthor und die Kollegen der Union, ich empfinde das offen gestanden auch als persönliche Beleidigung. Ich habe mich jahrelang für die Belange der Polizeibeamten ehrenamtlich und hauptamtlich eingesetzt. Und glauben Sie eigentlich, die SPD und die Ampelkoalition werden mit dem Klammerbeutel gepudert? Ich bin kein Ausnahme, sondern ich rede hier für die Ampelfraktion, für die Fortschrittskoalition. Und natürlich stehen wir hinter unseren Sicherheitsbehörden. Und nur weil Sie jetzt einen Schaufensterantrag kurz vor Weihnachten noch mal irgendwie reinhängen und meinen, jetzt noch mal das gesamte Repertoire der Law-and-Order-Politik reinhängen zu müssen, ist das ja sozusagen kein Gegenpol, sondern Sie tun so, als stünde die Bundespolizei mit all ihren vielfältigen Aufgaben, viele sind schon genannt worden, Sicherung der Grenzen, Flughäfen, Spezialeinheiten, Hubschrauber, Wasserfahrzeuge, paar tausend Leute, die Kripo-Arbeit dort machen, Auslandseinsätze, Botschaften werden überwacht. Oder tun Sie im Prinzip so, als stünde das alles im luftleeren Raum. Und ich finde das auch schon bemerkenswert, wenn Sie auf die Überstunden hinweisen. Und ich gucke mal auch gerade so nach Hessen. Wissen Sie eigentlich, wie viel der Überstunden dadurch zustande kommen, dass die Bundespolizei die Länder unterstützen muss? Ja, wo sind denn die ganzen Polizeibeamten in Hessen? Warum müssen die denn da hinfahren jedes Wochenende? Haben Sie die Überstunden mal abgefragt, die auf dieses Konto gehen? Also lassen Sie uns doch auch über die Personalausstattung mal reden. Und genauso verhält es sich. Hören Sie lieber zu. Es ist nicht zu Ihrem Nachteil. Und genauso verhält es sich, was Befugnisse angeht. Die Länder hatten ja gute Gründe. Und ich war zwar nicht dabei, aber ich höre, Bayern sah irgendwie auch, da hatten sie die vergessen. Also war das irgendwie 15:1 im Bundesrat? Gibt es da jetzt so Vetos? Ich will vor allen Dingen aber einen Punkt noch mal herausstellen, weil ich leider nicht so viel Redezeit habe, um alle Geschichten aufzuräumen, weil das ist mir tatsächlich wichtig und das meine ich wirklich ernst. Und das nehmen Sie sich mal zu Herzen, weil wir vorhin eine Debatte über das Hinweisgeberschutzgesetz geführt haben und das steht im direkten Zusammenhang. Natürlich ist es gut und richtig so, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitsbehörden außerordentlich gut ist. Aber ich wiederhole noch mal einen Teil von gerade.
Das ist nicht in allen Bevölkerungsschichten gleich. Unterhalten Sie sich mal mit Familien, die eine Einwanderungsgeschichte haben. Ich bin neulich auf einer Veranstaltung gewesen nach dem Vorfall in Dortmund. Und da sagen Ihnen Lehrerinnen und Lehrer, kleine Kinder haben Angst vor der Polizei. Nehmen Sie das ernst. Und das können Sie nicht einfach wegwischen und sagen, da haben wir jetzt kein Problem oder nehmen wir mal Durchschnittswerte und da haben wir nichts mit zu tun. Und spielen Sie das um Himmels Willen nicht aus gegen eine vermeintliche Position, als sei das gegen die Sicherheitsbehörden gerichtet. Ich frage mich wirklich allen Ernstes, wo bleibt Ihr Antrag zur Abschaffung der Wehrbeauftragten? Finden Sie das eigentlich? Das ist Quatsch. Nichts anderes haben wir eigentlich vor. Ein unabhängiges Gremium für die Polizei. Das ist genau, ich verstehe gar nicht das Gegenargument. Sie müssten einen Antrag einreichen. Sie wollen die Wehrbeauftragte abschaffen, wenn Sie gegen Polizeibeauftragte sind. Sie haben sich offenbar gar nicht damit beschäftigt. Das ist vollkommener Unsinn. Zum Thema Kennzeichnungspflicht. Ich bin gelernter Kriminalbeamter. Wissen Sie eigentlich, dass jeder Kriminalbeamter bei Ermittlungsakten auch gegen die organisierte Kriminalität mit Vor- und Nachnamen in der Ermittlungsakte steht? Ist Ihnen das eigentlich klar? Wir reden doch hier nur über pseudonymisierte Kennzeichen. Versuchen Sie doch nicht, die ganze Polizei zu verunsichern. Das Thema Sicherheitsüberprüfung ist angesprochen worden. Also, was ich sagen will, wir müssen natürlich weiter dafür sorgen, dass das Vertrauen auch in allen Teilen der Bevölkerung so groß ist, wie es das im Durchschnitt ist. Das ist leider Gottes noch ein Problem. Und dazu tun wir ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Maßnahmen. Ich selbst habe eine geradezu abwegige Diskussion mit Horst Seehofer darüber geführt, ob wir die Wissenschaft verbieten dürfen, irgendwie die Polizei zu untersuchen. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also, wir tun sehr, sehr viel, um einerseits natürlich die personelle Situation gut auszustatten. Es ist alles schon auch unter anderem von Kamweg und anderen gesagt worden. Technische Ausstattung, die Mittel sind aufgerüstet worden. Und natürlich stehen wir mit allem, was wir haben, hinter unseren Sicherheitsbehörden. Und ich bin froh, dass die Bundesinnenministerin auch dazu ein sehr modernes Bundespolizeigesetz vorlegen wird. Frohe Weihnachten. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle und darf dann die Aussprache schließen. Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19/4881. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Ausschuss für Inneres und Heimat und mitberatend an den Rechtsausschuss. Wir stimmen natürlich wieder zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Das ist SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Linke und die CDU-CSU. Enthaltung keine. Damit ist die Überweisung beschlossen. Und wir stimmen heute über den Antrag auf Drucksache 19/4881 in der Sache nicht ab.